Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Und wir sind hier irgendwo in einem Dorf, wo ich keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. Nein, Quatsch. Ich muss die Dorfbewohner befragen, da hier ein Drache herumstreut. Hase. Tschüss. Wow. Und ja, Dorf da vorne. Das sieht dorfmäßig aus. Gut. Mal schauen, was mich da erwartet. Da, rein da. Hallo, Halli, hallo. Okay, ich werde einfach durchgelassen. Sehr schön. Mit wem muss ich hier quatschen? Du bist Jendrik. Hey, bleib stehen. Na, guten Tag, Drachentöter. Tu mir jetzt nicht, Drachentöter. Ah, Mann. Aha, okay. Dreh deine Runde. Und du? Hallo, Elisabeth. Ich grüße euch. In der Tat, das habe ich. Als ich mit Leutnant Ludwig auf Patrouille war. Okay. Über den Wolken in der Nähe des Tempels gesehen. Den neuen Orden der Elite von Flussheim. Begründet nach dem großen Krieg zu Ehren des gefallenen Göttlich. Seine Mitglieder werden suchen genannt, weil wir unser Leben der Ergründung unseres Inneren verschwenden. Bedeutet jedoch nicht, dass wir nur eine Art Kirchenorden sind. Vor allem sind wir loyale Krieger zum Schützen der Elements. Ich muss los. Na, immer noch auf der Runde. Ah, hier. Olli! Wer? Ich habe einen Drachen gesehen. Erzähl mir davon! Ich weiß, was ich gesehen habe. Mhm. Okay. Ja, das ist von weitem einen Drachen gesehen und euch dabei im Schrank verkrochen. Weit hinten im Tal. Schnappt euch dieses verdammte Mistvieh. Weit hinten im Tal. Und du? Wie geht es euch denn? Aha. Ich gehe da erst wieder rein, wenn dieser Radau wieder wechselt. Das sage ich euch. Gehen wir doch mal rein. Wenn ihr nicht sofort der Fokus hört, ah ja. Oder nehmt so schnell wie möglich die Beine in die Hand. Hui. Ja, 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 ja. Hallo. Hui. Das ist sonst nichts, was ich. Oh! Ein Buch! Bücher sind ja wichtig, habe ich gehört. Also, wo denn sind wir? Da, wo? Buch, Quest, Genü. Diverses? Ja! Lesen! In allen großen Städten wurden schon bald örtliche Niederlassungen der Drachentöter gegründet. Die meisten Anwärter stammten aus dem Adel. Doch besonders mutige Soldaten konnten ebenfalls die Rangleiter des Ordens erklimmen. Aus einer kleinen Gruppe von Rittern, die es nach Rache gedürstet hatte, war ein ausgewachsener Orden geworden und aus dem Orden schließlich eine große Armee. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. In groß angelegten Angriffen und innerhalb nur eines Jahres wurden die Zitadellen und Festungen der Drachen nach und nach dem Erdboden gleichgemacht, bis nur noch jene am Leben blieben, die vor dem Kampf geflohen waren und sich versteckt hatten. Die Drachen und Drachenritter, deren Reihen schon durch den großen Krieg dezimiert waren, hatten den wütenden Ansturm der Menschen nichts entgegenzusetzen. Habe ich was gelernt? Nö, toll. Okay. Leute rauswerfen. Die Uschiwitze machen. Hey, hey. Hier habt ihr wieder Bier. Sag mal, Kätzchen. Kümmerst du dich auch um die Betten? Nein, nein, ich bin nur Kellnerin. Wackelst du da nicht zurück und holst mir Bier?
Okay, das sieht nach Schlägerei aus. Definitiv. Das wird lustig. Wenn ich stark genug bin für die Kellnerin, wo bist du? Da, die hat eine Quest. Der hat zwar auch. Oh, Buch. Tage durch Schwarz. Kann ich das einfach so nehmen oder was? Okay. Wenn das einfach so nehmen. Ungewöhnlich gefette. Ein so kräftiger Körper. Okay. Gut. Ja, reden wir mal mit dem. Hi! Ihr seid der Erste, der sich reintraut, seit die Suchenden hier aufgekreuzt sind. Heißt das, ihr werdet was gegen diese Kerle unternehmen? Wunderbar! Neue Kastanie, rümpelhafte Trunkenbolle. Hallo! Schafft diese Suchenden hier weg! Ich ertrage das nicht länger. Und nur nicht zimpern. Ich frage mich, ob ich die schaffe. Bin ich stark genug? Ja, komm. Hi! Geilo. Was? Wer seid ihr? Das ist dem Geruch nach zu urteilen, eine Mischung aus Schweißbier und eingelegten Zwiebeln. Yep. Yes. Mach das. So, Quest beendet. Oh, gut zu wissen. Tim de Welt hat gerade seine Preise gesenkt. Okay, ihr habt übelhaft Hunger. Bitte wählt eure Belohnung. Vor allem für sehr geringe Intelligenz erhöhen oder Geld? Na, da, komm. Warte, yep. Yes, level up. Mal schauen, wie so ein Level-Up hier aussieht. Nö. Oder? War es doch richtig? Kann ich hier... Ah, okay. Lebenskraft, legt er also Lebenspunkte fest. Willenskraft, Stärke. Gewandtheit. Legt den Schaden fest, den ihr im Fernkampf verursacht. So, ja, ist auf jeden Fall. Intelligenz. Willenskraft. Lebenskraft. Aber auch Stärke. Und ein bisschen Gewandtheit. Das muss irgendwie immer. Überall rein. Ja. Yep. Kann ich jetzt Fertigkeiten? Kann ich da. Ah ja, jetzt kann ich es hier wählen. Okay. Ich kann Geist beschwören. Untote beschwören. Magisches Geschoss. Feuerball. Wenn Giftpfeile. Gedanken lesen. Noch weiter erhöhen. Oder Sturmangriff. Was macht er? Ja, der. Ah, man rennt einfach drauf. Ja, Sturmangriff. Das ist toll, das ist gut. Und ich kann nur einen Fertigkeitspunkt, hä? Ja, sieht's aus. Okay, nehmen wir den runter. Toll. Das ist doch cool, das fair. Macht mal Spaß. Und hier kann man irgendwie noch Waffensets wählen, was? Belegst Stufe 3, ich bin leider nur Stufe 1. Jetzt kommen die Leute langsam wieder rein. Hihi. Du, was hast du hier zu sagen? Locke! Ich freue mich, euch zu sehen. Überzeugt euch von meinem Wagenangebot. Oder könnt ihr mich bedanken? Eine kleine Angelegenheit, aber es belastet mich. Aha. Neulich habe ich eine
einen Hasen zu erlegen. Ich habe ihn jedoch nie bekommen. Aber mein Gold hat er genommen, ohne dass ich ein Gewissen bemerke. Okay. Er sieht wie jemand aus, mit dem ich zu spaßen ist. Kumraff. Heim vom Fleisch. Hallo. Ah ja, komm, das war mir ein Vergnügen. Ich bin halt ein Gentleman, oder? Jo. So, das war's jetzt eigentlich schon für heute oder für dieses Mal. Das nächste Mal, ja, reden wir mal mit dem Kunraff und erkundigen uns weiter über diesen Drachen. Also, ciao, ciao und bis dann.